Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich grüße euch aus der kalifornischen Sierra Nevada. Ich werde die nächsten Tage die Interstate 395 in der Sierra Nevada nach Süden runterfahren und alle Sehenswürdigkeiten aufsuchen, die der normale europäische Tourist meistens überspringt. Das sind solche Dinge wie Mount Whitney, Mobius Arch, Kila, Eureka Dunes und so weiter. Das heißt, alle die großen Sehenswürdigkeiten wie Yosemite oder Death Valley wird es in diesem Video nicht zu sehen geben. Ja, ich bin jetzt noch auf der Anreise in einem der westlichen Ausläufer des Sierra Nevada von San Francisco aus kommt und werde jetzt über den Sonora Pass in die Sierra Nevada fahren. Die meisten Touristen, gerade die aus dem Yosemite Valley kommen, fahren ja über den Tioga Pass, aber der Sonora Pass wird als wesentlich landschaftlich attraktiver beschrieben. Insofern habe ich den ausgewählt, auch wenn es 30 oder 50 Meilen Umweg Richtung Norden sind. Hier habe ich einen kleinen Zwischenstopp eingelegt und die Landschaft hinter mir sieht schon wieder spektakulär aus. Hier vorne so ein kleiner Stausee, der aufgestaut wurde. Ansonsten Pinienwälder bzw. hier oben schon landschaftlich ein bisschen dünner aufgrund der Höhe. So, und damit wäre der Sonora Pass erreicht. 9600 Fuß zeigt das Schild und das GPS hat eben 2930 Meter angezeigt. Heute ist es hier oben schön sonnig, aber schon im nächsten Monat, spätestens Anfang November, muss eigentlich hier mit Schnee gerechnet werden. Und relativ bald wird dann auch der Pass geschlossen und ich glaube erst im späten Frühjahr, im April oder so, dann wieder eröffnet. Der erste Fotospot ist erreicht. Mono Lake, bekannt für diese Kalktuff-Ablagerungen hier vorne. Sicherlich einer der Stellen, die noch von den meisten europäischen Touristen aufgesucht werden. Ja, in einer Stunde Sonnenuntergang. Ich glaube, das gibt auch noch das ein oder andere schöne Motiv ab. Ja, entstanden. Beziehungsweise sichtbar geworden sind diese Ablagerungen ab 1941, als die Stadt Los Angeles anfing, dem Mono Lake Wasser zu entnehmen. Ja, irgendwann hat sich dann auch das Umweltbewusstsein in den USA durchgesetzt und irgendwann in den 80er Jahren hat man damit aufgehört. Sehr kalten Abend am Mono Lake und einer sehr kalten Nacht dort in Lee Vining ist jetzt die Zeit aufzuwärmen und das geht am besten 40 Meilen südlich vom Mono Lake. Da gibt es die Wild Willy Free Hot Springs, also eine Thermalquelle, in der man dann baden kann. Ich dachte eigentlich, abgesehen von ein paar Einheimischen und Google, kennt eigentlich niemand diesen Platz, aber da oben auf dem Parkplatz, da stehen schon wieder 20 Autos. Ich bin mal gespannt, wie voll das gleich ist. Ja, die heißen Quellen eben waren wirklich eine Wohltat. Ich glaube, ich habe eine ganze Stunde in einem von den Pools dort gesessen, die, glaube ich, irgendwas so bei 35 bis 40 Grad Wassertemperatur haben. Also 30 Meilen südlich vom Mono Lake. Willis Free Hot Pools, definitiv eine Empfehlung wert. Ja, weitere 30 Meilen südlich, ungefähr auf der Höhe der Stadt Bishop, westlich davon gelegen, liegt dieser nette Stausee, Lake Sabrina. Campingplätze sind nicht weit, man kann hier oben nächtigen, sind fast 2800 Meter, insofern muss ich mich, glaube ich, auch wieder auf eine kalte Nacht einstellen. Yeah.
Ja, die letzte Nacht am Sabrina Lake war wie erwartet ziemlich kalt, mit minus 5 Grad. Die Zahnpasta kam morgens kaum aus der Tube. Aber glücklicherweise gibt es ja schon wieder die nächsten heißen Quellen, hier ungefähr 10 Kilometer südlich vom Bishop. Hier habe ich jetzt erstmal aufgesucht, mich aufgewärmt und jetzt werde ich mal das Örtchen Bishop erkunden. Ja, ich habe den Aufenthalt in dem Örtchen Bishop genutzt, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Ansonsten habe ich jetzt in dem Ort nicht so viel Spektakuläres entdeckt, auch wenn er sicherlich einer der größeren hier ist, gerade für diejenigen Touristen, die jetzt nicht campen, sondern auf Hotels angewiesen sind, bietet der Ort sicherlich mit das meiste Angebot, neben Lone Pine oder Lee Vining, was am Mono Lake liegt. Ja, ich bin jetzt weiter unterwegs Richtung Bristol Cone Pine Forest. Das ist ein Wald, der die ältesten Pinien der Welt angeblich beherbergt, fast 5000 Jahre alt. Und dazu geht es jetzt östlich von Lone Pine die Berge wieder hinauf. Ganz in der Nähe gibt es auch einen Campingplatz, habe ich gesehen. Hoffentlich ist der noch geöffnet. Die Temperaturen werden vermutlich heute Nacht auch wieder unter 0 Grad dort sein. Fast am Ziel angekommen, bietet sich hier nochmal ein kleiner Zwischenstopp mit einem herrlichen Blick über die ganze Sierra Nevada, hätte ich fast gesagt. So, Ziel erreicht. Ich werde mich jetzt mal auf eine einstündige Wanderung begeben und hier den einen oder anderen Baum angucken. Das Gebiet ist nicht nur interessant wegen der Bäume, sondern es geht bergauf. Man kann hier auch ganz hervorragend Astrofotografie betreiben. Und ich habe schon mal geguckt, die Milchstraße ist schon aufgegangen. Das heißt, bei Sonnenuntergang ist sie direkt zu sehen. Ich werde also nach Einbruch der Dunkelheit diese Strecke noch ein zweites Mal gehen und mein Stativ aufschlagen. Ja, das hier hinter mir ist der Baum, weswegen man hier hochkommt. Zumindest wenn man die Milchstraße fotografieren möchte. Ja, sind noch ungefähr 5-6 Stunden. Insofern steige ich erstmal wieder runter. Ja, das mit der Milchstraßenfotografie gestern Abend hat leider nicht mehr funktioniert. Nicht nur, dass der Mond schon ein Halbmond gewesen ist und alles viel zu hell erleuchtet hat, er war auch genau quasi in einer Linie mit der Milchstraße, sodass er eigentlich das Milchstraßenzentrum total verdeckt hat. Insofern ist nur dieses eine Bild rausgekommen und das ist alles gewesen. So, nächster Tag, ich bin auf dem Weg zu den Eureka Dunes, die liegen ja schon halb im Death Valley und habe jetzt mal hier in dieser Straße Stopp gemacht mit diesen witzigen Bäumen hier vorne. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich muss das mal googeln. Ja, nachdem das Gefühl 20 Meilen bergab ging, sieht das jetzt hier von der Vegetation her schon ein bisschen mehr nach Death Valley aus. Eigentlich nur noch diese Sträucher hier am Wegesrand, alles andere ist relativ kahl, es ist schon deutlich wärmer geworden. Und ich glaube, da hinten am Horizont, da kann man schon die Eureka Dunes sehen. Ja, ich bin angekommen. Hinter mir offensichtlich die Eureka Dunes. Ja, der Weg hierhin war ein bisschen grenzwertig, würde ich sagen. Das waren jetzt insgesamt vielleicht 20 Meilen Schotterpiste, von denen ein Drittel relativ festgefahren und glatt war, fast wie Asphalt zu fahren. Ein Drittel war feiner Schotter- und Wellblechpiste. Da haben, glaube ich, die Stoßdämpfer ein kleines bisschen gelitten, zumindest bis man so die richtige Geschwindigkeit gefunden hatte, über die Wellblechpiste hinweg zu fliegen. Und das letzte Drittel war aber auch wirklich grobkörniger Schotter. Ja, das Auto ist so ein kleines bisschen paniert jetzt. Ich hoffe ja nochmal, dass es irgendwann Regen geben wird, bevor ich das Wagen wieder zurückgebe in San Francisco. Ich glaube, laut Mietvertrag wäre Schotterpiste eigentlich nicht erlaubt gewesen. Naja,
Der Wagen scheint sie aber lebt zu haben. Das ist das Camp. Ganze 4 lauschige Stellplätze gibt es hier. Da vorne die Toilettenanlagen. Und ja, jetzt werde ich nachher mal die Düne erkunden. Ich bin dabei, den Sonnenuntergang einzufangen. Da werden die Schatten auf der Düne immer länger. Und hier hinten hinter mir, da verschwindet die Sonne auch gleich hinter den Berggruppen. Ja, ich bin wieder auf den Highway 395 eingebogen und ungefähr 50 Meilen weiter südlich jetzt in dem Örtchen Lone Pine angekommen. Ja, inzwischen werden die Berge auch ein bisschen zackiger da hinten und ein bisschen höher vermutlich auch. In Lone Pine bin ich schon wieder vom Highway abgebogen und nähere mich jetzt dem vermutlichen Highlight hier in der Sierra Nevada, und zwar den Alabama Hills. Die Berge im Hintergrund, ich glaube, da vorne kann man das so ein ganz kleines bisschen sehen, werden alles ein bisschen schroffer, und ich glaube, gleich gibt es das Highlight. Ja, so sehen sie aus, die Alabama Hills. Sollen wohl aus dem gleichen Gestein bestehen wie die Ostflanken der Sierra Nevada da hinten. Ist nur eine andere Form der Verwitterung, die hier stattgefunden hat. Ja, das ist das Highlight, um das es hier geht. Mobius Arch und im Hintergrund Mount Whitney. Der höchste Berg der Continuous 48. Nur noch der Mount Denali in Alaska ist höher und damit der höchste Berg der USA. Ja, ich habe die Alabama Hills verlassen und bin jetzt beim nächsten Stopp angelangt, bei den Fossil Falls. Das Gestein hier bei Fossil Falls ist ja Basaltlava und soll wohl relativ jung sein. Also während die Hänge der Sierra Nevada da hinten ja vor Hunderttausenden von Jahren auch vulkanischen Ursprungs entstanden sind, ist dieses Gestein anscheinend nur 10.000 Jahre alt, bei einem der letzten Vulkanausbrüche in dieser Region entstanden.